Wir wollen nun miteinander die Litanei zum heiligen Seraphim von Sarov beten. Der heilige Seraphim lebte im 18. Jahrhundert in Russland und ist bis heute einer der weit verehrtesten Heiligen seiner Umgebung. Und seine Verehrung hat sich auch bis heute nach Deutschland und in den deutschsprachigen Raum verbreitet. Er selbst hat mehrfach in seinem Leben das hilfreiche Eingreifen der Gottesmutter erfahren und ist so zu einem besonderen Begleiter, geistlichen Begleiter für die Menschen seiner Zeit geworden. So kann er auch für uns heute in besonderer Weise Fürsprecher sein. So wollen wir nun zu ihm rufen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater im Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heiliger Seraphim von Sarov, bitte für uns. Du hoch von Christus Geliebter, bitte für uns. Du Abglanz vom Antlitz Christi, bitte für uns. Du Wohnstatt des Heiligen Geistes, bitte für uns. Du Bote des Heiligen Geistes, bitte für uns. Du Erwählter der Mutter Gottes, bitte für uns. Du Schützling der Jungfrau Maria, bitte für uns. Du Verkünder der Himmelskönigin, bitte für uns. Du Zierde des Priestertums, bitte für uns. Du Vorbild der Mönche, bitte für uns. Du Hirte der gläubigen Seelen von Sarov, bitte für uns. Du gütiger Führer der Schwestern von Divejevo, bitte für uns. Du gütiger Seelenführer, bitte für uns. Du Tugendreicher, bitte für uns. Du Lehrer der Frömmigkeit, bitte für uns. Du Vorbild der Demut, bitte für uns. Du Vorbild der Einfachheit, bitte für uns. Du Vorbild des rechten Gebetes, bitte für uns. Du Bote der göttlichen Barmherzigkeit, bitte für uns. Du Zeichen unserer Hoffnung, bitte für uns. Du stiller Beter, bitte für uns. Du inständiger Beter, bitte für uns. Du in der Tiefe des Herzens Betender, bitte für uns. Du Lehrer des göttlichen Wortes, bitte für uns. Du Sämann der frohen Botschaft, bitte für uns. Du getreuer Träger des Heiligen Kreuzes, bitte für uns. Du frommer Dulder, bitte für uns. Du mit der Gabe der Vergebung Begnadeter, bitte für uns. Du mit himmlischen Visionen Gesegneter, bitte für uns. Du großer Wundertäter, bitte für uns. Du Arzt der Seele und des Leibes, bitte für uns. Du Retter aus den Gefahren der Sünde, bitte für uns. Du Tröster in der Betrübnis, bitte für uns. Du Fürsprecher am Throne Gottes, bitte für uns. Du Gott wohlgefälliges Opfer, bitte für uns. Du Kerze, die für die Welt verbrennt, bitte für uns. Du Ruhm des Klosters von Sarov, bitte für uns. Du großer Heiliger des russischen Volkes, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erhöre uns, o Herr. Bitte für uns, heiliger Vater Seraphim, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast im Herzen des heiligen Seraphim von Sarov eine innige Liebe zu dir und den Menschen und eine tiefste Verehrung zur allerseligsten Jungfrau Maria geweckt. Lehre auch uns, durch deinen Geist geleitet, auf dem Weg der Gottes- und Nächstenliebe voranschreiten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache des heiligen Seraphim von Sarov segne, behüte und heilige euch und alle, für die ihr betet, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.